Wie ich eine Immobilie mit 2500 Euro Nettogehalt kaufen würde. Als erstes musst du dein Kaufvolumen kennen. Das heißt, wie viel Euro darf die Immobilie überhaupt kosten, die du dir kaufen möchtest? Weil wenn du gar keine Ahnung hast, was ist denn überhaupt möglich mit dem Budget, dann musst du ja irgendwo auch anfangen zu suchen und so weiter. Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, wie weit du gehen kannst. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du mal mit einer Bank oder mit einem Finanzierungsberater sprichst, in welchem Volumen du agieren kannst. Weil mit 2500 Euro kannst du dir logischerweise keine Immobilie kaufen. Das heißt, die muss ja erst irgendwo finanziert werden. Und du hast dann gegebenenfalls, wenn du selber einziehen willst, eine Rate zu zahlen von deinem Nettogehalt an die Bank und an die Hausverwaltung, wie viel Kosten da noch entstehen und Zinsen und so weiter. Oder du zahlst gar nichts, weil der Mieter zahlt dich und du zahlst mit der Miete dann die entsprechenden Kosten zurück. Und um zu wissen, wie viel da möglich ist, musst du wissen, was ist dein Volumen. Wenn du zum Beispiel eine Immobilie als Kapitalanlage kaufst, also das heißt, der Mieter zahlt dich und du zahlst damit die Kosten, kannst du wahrscheinlich ein bisschen höher gehen, wie wenn du selbst einziehst und selbst das zahlen möchtest. Das ist so ein Unterschied, weil bei dem einen erhöhst du ja dein Gehalt, beim anderen geht dein Gehalt drauf. Und da gibt es auch eine Faustregel, umso mehr Immobilien man hat, desto einfacher wird es auch, weitere zu finanzieren, weil dann das Gehalt immer weniger in den Fokus gerät und die Mieteinnahmen immer mehr in den Vordergrund geraten. Und umso mehr Objekte man hat, desto weniger ist das Mietausfallsrisiko. Das heißt, wenn du eine Wohnung hast, der Mieter zahlt nicht, dann muss die Bank rechnen, dein Gehalt reicht es dafür. Ja? Wenn du 100 Wohnungen hast, das ist mal übertrieben gesagt, und ein Mieter fällt aus, dann muss die Bank nicht mehr rechnen, reicht dein Gehalt, um die eine zu bezahlen, sondern da gibt es ein Verhältnis, maximal x Prozent fallen aus, da gibt es ja Statistiken und so weiter, dass die Bank dann weiß, okay, der hat eh so viele Wohnungen, wenn da jetzt mal 10% Leerstand ist, dann wird das dem nichts ausmachen. Deswegen ist immer wichtig zu wissen, wie weit kannst du gehen. Bei der ersten Immobilie ist es noch ein bisschen mehr limitiert. Umso besser der Deal ist, desto mehr stehen dir die Türen offen für weitere Deals. Und wenn der schlechter war, dann stehen sie vielleicht auch gar nicht offen. Deswegen ist wichtig, dass man beim ersten Mal nicht ins Klo greift. Wie ich das machen würde? Also ich würde auf jeden Fall so minimalistisch wie möglich leben. Das heißt, so wenig Fixkosten wie möglich haben generell. Leasingverträge, Handyverträge, Fitnessstudios, Urlaube und so weiter und so fort, würde ich so weit wie möglich runterfahren. So einmal Privatausgaben sind nicht ganz so tragisch wie drückende Fixkosten, weil wenn man jetzt jeden Monat irgendwie im Bioladen einkaufen geht für 600 Euro, jetzt mal übertrieben gesagt, ist das mehr kontrollierbar, wie wenn du eine Leasingrate hast für 3 Jahre für 600 Euro, weil das läuft halt einfach durch. Die teuren Lebensmitteleinkäufe kannst du ein bisschen steuern, kannst mal was anderes einkaufen und so weiter, aber die Rate ist ein Vertrag, an den du gebunden bist. Da drückt dir deine 2,5 netto runter auf 1,9. Auf sowas würde ich auf jeden Fall verzichten. Komplett. Bei solchen Gehältern würde ich gar nichts in die Richtung machen. Keine Verbindlichkeiten, die deine Kosten übersteigen, die du haben solltest. Das heißt, nur variable Kosten, die du selber kontrollieren kannst, aber keine laufenden Fixkosten einbauen. Das würde ich auf jeden Fall unter jedem Umstand verhindern. Und dann würde ich noch drauf gehen, je nachdem, wie ist die private Lebenssituation, wohnt man gerade schon günstig und kann das laufen lassen? Falls ja, ist das the way to go. Falls nein, ist da Optimierungsbedarf vorhanden. Das heißt, ich würde, wenn ich jetzt eine günstige Lebenssituation hätte, was privat angeht, das auf jeden Fall laufen lassen. Wenn nicht, würde ich halt auf ein 2- bis 3-Familienhaus gehen im Ankauf, bisschen renovierungsbedürftig und 2 Wohnungen vermieten und eine selber beziehen. Idealerweise die halt am günstigsten zur Vermietung möglich wäre, da zieht man halt selber ein, wie zum Beispiel der Arnold Schwarzenegger das auch so gemacht hat. Der hat irgendwie eine 6-Units-Property gekauft, hat er gesagt, ich glaube 6 waren es, und mit einer Owners-Unit noch dabei. Er hat quasi for free gewohnt und 6 Einheiten waren vermietet. Und somit konnte er kostenlos in einer sehr guten Lage leben und dementsprechend die Kosten von anderen decken lassen. Er hat alles, was er verdient hat, in eigene Tasche geschafft und musste nicht weiter Geld ausgeben von dem, was er verdient hat. Das ist so der Best Case, den man hinkriegen kann. Jetzt wird der eine oder andere sich vielleicht denken, solche Immobilien gibt es nicht. Und dann sage ich doch, die gibt es. Wenn man schon so eine Grundeinstellung hat und gar nicht davon ausgeht, dass es sowas gibt, dann findet man auch nichts. Man muss ein bisschen optimistisch an die Sache rangehen und dann kann man so einen Deal auch machen. Und das wäre das, worauf ich gehen würde. Umso mehr Einheiten, desto besser. Muss man halt mit der Bank besprechen. Aber wenn die
Kapitaldienstfähigkeit hoch ist, weil du halt gute Einnahmen generierst, auch noch zusätzlich, dann kannst du auch mehr finanzieren. Deswegen, da gibt es keine Zahl, 100.000, 200.000, 300.000, wo du kannst. Das muss man besprechen im Einzelfall. Und umso höher die Rendite des Objekts, desto mehr ist da auch möglich. Wenn du zum Beispiel 800 Euro Miete bezahlst, ja, 800 mal 12 durch 6% für die Rate, 4% Zinsen, 2% Tilgung, jetzt mal Pi mal Daumen, dann kannst du für 160.000 Euro eine Wohnung kaufen. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, also als Eigennutzer, ist mir das wert, 800 Euro im Monat zu zahlen für eine 160.000 Euro Wohnung? Wenn man mal reinschaut bei den Portalen, was kriege ich für 160.000 Euro für eine Wohnung versus was kann ich mir mieten für 800 Euro, da ist man in der Regel bei Mieten besser dran. Und deswegen wäre für mich persönlich der Case, ein Mehrfamilienhaus auf ein Mehrfamilienhaus zu gehen und eine der Einheiten selbst zu beziehen. 2.500 Euro netto ist jetzt in Anführungszeichen nicht so richtig viel, um eine Immobilie zu kaufen, aber es ist auch nicht unmöglich. Und deswegen gibt es so ein paar Grundvoraussetzungen, die man richtig die Weichen stellen kann, damit man da weiterkommt. Die ersten paar Sachen habe ich ja schon gesagt, was die private Ausgabensituation angeht. Meine persönliche Meinung ist immer noch die, bleib bei deiner regionalen Bank, wo du guten Draht hin hast, wo auch persönliche Termine stattfinden können und so weiter, und nicht irgendeine Online-Bank, weil die können eh nicht finanzieren gescheit, wenn man jetzt irgendwo so eine Direktbank ist. Manchmal gibt es da Finanzierungsmöglichkeiten, manchmal nicht. Das ist halt so ein formeller Prozess, aber kein People's Business. Deswegen, ich würde immer empfehlen, zu einer Bank zu gehen als Tageskonto, ja, als Hausbank, wo man dann einfach ein- und ausgehen kann und auch ein Geschäftsverhältnis pflegen kann, wo die dann auch Einblicke haben in alle Finanzen. Die sehen ja eh alles über Jahre hinweg, damit man dann, falls man mal zu einem Zeitpunkt kommt, eine Immobilie zu kaufen, einen guten Draht hat und das Eis schon gebrochen ist. Dem Banker erstmal ist wichtig, dass du als Kunde überzeugst, dass deine Zahlen passen und so weiter. Aber ganz wichtig ist auch noch zu verstehen, dass der Banker, mit dem du redest, nicht selber verantwortlich ist für die Entscheidung. Es gibt nur noch ein Backoffice und die gucken nur die Zahlen an, ohne dich zu kennen. Und dann wird er halt entschieden und ein Kompromiss gefunden oder vielleicht ja oder nein gesagt. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man halt einfach so gut wie möglich dasteht, körperlich, finanziell und auch persönlich. Und dementsprechend erhöht man sich somit die Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt. Wie geht man damit um, wenn man ein Nein bekommt? Man kann fremde Banken anfragen, also welches nicht die Hausbank ist. Man kann über einen Finanzierungsvermittler mal in die Breite gehen und schauen, was da passiert. Da kriegt man auf jeden Fall dann auch ein Feedback. Aber das ist so eher der Plan B und auch nicht so ganz der persönliche Plan. Ich bin der Meinung, man kriegt auf jeden Fall eine Finanzierung hin bei seiner regionalen Bank. Falls es nicht so ist, einfach über einen Vermittler gehen und rausgehen und gucken, was da möglich ist. Da müsste man halt auch rausfinden, wer ist da der Beste in der Region, in der man wohnt. Da würde ich persönlich zum Beispiel mal googeln. Ich würde mal bei ein paar Maklern fragen, einfach die in der Region aktiv sind. Hey, kannst du mir einen Finanzierungsvermittler empfehlen? Dann einfach mal mit denen reden, ob das Sinn und Hand und Fuß hat, was die da erzählen. Und falls ja, dann kann man mit denen arbeiten. Dann ist natürlich der Hausbankvorteil nicht mehr da. Dann kannst du auch bei einer Onlinebank dein Girokonto günstiger führen, wenn man eh den Weg gehen will. Aber ja, ist nicht mein bevorzugter Weg, der aber auch funktionieren kann unter Umständen. Weißt du die ganzen Sachen Bescheid, musst du auch die Kapitaldienstfähigkeit ganz genau verstehen. Das heißt, ja, wenn der Mieter weg ist, wenn du eine Wohnung hast, bist du fähig, den Kapitaldienst zu leisten, monatlich oder nicht. Und wenn dann das Gehalt zu niedrig ist, um die Kosten zu covern mit den regulären Lebenshaltungskosten, weil da gibt es auch immer Annahmen, wie viel braucht ein Mensch zum Leben, umso höher der Nettogehalt, desto höher auch der Lebensstandard. Das heißt nicht, wenn du jetzt 2.500 Euro netto verdienst, dann brauchst du 800 Euro zum Leben. Wenn du 10.000 verdienst, brauchst du auch 800. Dann rechnet die Bank das halt hoch auf ja, 3.000 oder irgendwas. Ja, das geht immer mit nach oben. Und dementsprechend ist es halt wichtig zu verstehen, dass der Kapitaldienst immer gesichert sein muss. Das heißt, die Einnahmen müssen immer höher sein wie die Ausgaben. Und da gibt es auch einen gewissen Risikoabschlag noch mit dabei. Und dementsprechend ist es nicht immer 1 plus 1 gleich 2, sondern da ist immer noch eine kleine Differenz mit dabei, wo man halt auch noch berücksichtigen muss, dass die Bank sich ihre Sicherheitsmarge noch reinrechnet. Das muss einem auch bewusst sein. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Eigenkapitaleinsatz. Wenn man eine Immobilie gefunden hat, die man kaufen möchte, dann kommt natürlich auch das Thema Eigenkapital zum Einsatz. Ich persönlich würde, glaube ich, von privat suchen. Ich würde versuchen, eine Immobilie von privat zu kaufen, weil da die Kaufnebenkosten einfach geringer sind in Baden-Württemberg, so um die 5-6%. Und wenn man dann noch einen Makler dabei ist, bist du halt bei 10% und dann hast du halt 10% Eigenkapital zu leisten.
bei von privat so 6%, dann spart man sich halt nochmal ein paar tausend Euro, sind auch bei 100.000, 4.000, bei 500.000 sind es dann halt fünfmal so viel. Ja. Deswegen muss man da halt gucken, dass man sich ein paar tausend Euro Maklerprovision sparen kann, weil das die Bank in der Regel nicht so gern mitfinanziert. Andersrum könnte man auch klären mit dem Verkäufer, ob der die Grunderwerbsteuer zum Beispiel mitbezahlt und dafür ein bisschen höheren Kaufpreis, das kann man auch regeln. Und dann kann es unter Umständen sein, dass der Eigenkapitaleinsatz sehr gering ist. Natürlich braucht man ein bisschen was auf der Bettkante oder unterm Kopfkissen. Und wenn da nichts da ist, dann wird es natürlich schwierig, aber auch nicht unmöglich. Weil man kann zum Beispiel auch Zusatzsicherheiten hinterlegen. Wenn die Bank sagt, okay, sie wollen jetzt eine Immobilie kaufen für 200.000 Euro, das sind 10.000 Euro Eigenkapital, sie haben nur 5. Dann zahlst du halt 5 an oder zahle ich 5 an und 5.000 bringe ich als Zusatzsicherheit ein in Form von einem Aktiendepot oder sonst irgendwas. Ja, da gibt es auch auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man sich da in der Hinsicht noch absichern und optimieren kann, dass man das Geld auch nicht einsetzen muss. Man kann es auch hinterlegen für 3 Jahre und dann wieder frei machen. Da gibt es auf jeden Fall Gestaltungsspielräume auch in der Hinsicht. Bei manchen Banken gibt es eine Bürgschaftsversicherung. Das ist eine Versicherung, die bürgt über den Eigenkapitalanteil. Das heißt, wenn du 10.000 Euro Eigenkapital einsetzen musst, dann zahlst du halt irgendwie gar nichts an dem Eigenkapital, sondern die Bank zahlt die 10.000 Euro oder holt die 10.000 Euro von der Versicherung und du musst 5 oder 10% sogar im Jahr auf die Versicherungssumme zahlen. Das heißt, da zahlst du 1.000 Euro im Jahr an diese Versicherung, die bürgt für die 10.000 und du kannst die Versicherung auch irgendwann ablösen, aber das heißt nicht, dass du 10% Zinsen zahlst auf das Gesamtinvestment. Wenn du zum Beispiel eine Immobilie kaufst für 100.000, du hast 10.000 Euro Eigenkapital zu leisten, dann wären das quasi 10.000 Euro von der Versicherung, dann zahlst du die Zinsen von den 90.000 Euro an die Bank plus 10% Zinsen auf die 10.000 Euro beispielhaft und dann kommst du da auf einen gemittelten Zins, der ein bisschen höher ist, aber nicht exorbitant unreal hoch, aber es ermöglicht dir halt auch, das darfst du auch nicht vergessen. Klar, die Kosten sind höher, aber unter Umständen ermöglicht dir dieser Move den Immobilienkauf überhaupt. Und das ist halt auch immer was, was man ins Verhältnis setzen muss. Kann ich jetzt Immobilie kaufen oder nicht? Und wenn so eine Finanzierungsart das ermöglicht, wieso nicht? Also, wenn es dich glücklich oder wenn es mich glücklich machen würde, zu dem Zeitpunkt hier in ein 3-4-Familienhaus einzuziehen, in die Owners Unit und ich mache so eine kleine Bürgschaftsversicherung mit rein. Und kann dafür 5 Jahre früher meine Immobilie kaufen als überhaupt möglich, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Das waren jetzt mal so ein paar Sachen, wie ich persönlich eine Immobilie kaufen würde. Ich fasse es euch nochmal ganz kurz und knapp zusammen. Kontoführung bei der Hausbank, 3 bis 4 bis 5 Familienhaus forcieren mit ein bisschen Renovierungsmitteln und Renovierungsbedarf, wo ich selber anpacken kann, aber nicht komplett eine Schrottbude, sondern so ein bisschen was. Von privat kaufen, damit noch nicht die Maklergebühr noch anfällt, weil da spare ich mir Eigenkapital. Den Eigenkapitaleinsatz mit einer Trittsicherheit oder mit einer Bürgschaftsversicherung abdeckeln und dann eine mittel- bis langfristige Finanzierung draufballern, sodass ich persönlich als Käufer und Eigentümer der Immobilie gar nicht die Kosten trage, sondern die Mieter für mich da sind, was das angeht. Und natürlich mit 2.500 Euro netto im Monat den Lebensstandard dementsprechend anpassen und nicht über seinen Verhältnissen leben. Das große Ziel im Auge behalten, irgendwann rentiert sich's. Short-term Pain, Long-term Gain.